Hallöchen, Freunde, ihr seht's hier, endlich geht's los, oh yeah. Ihr hört schon jetzt nebenbei ein sehr geiles Zelda-Lied, natürlich, Twilight Princess muss ja auch dabei sein. Ich habe aus vielen markanten, für mich bekannten Zelda-Spielen mir so ein paar Soundtracks auf YouTube runtergeladen. Ja, man hat, wenn man die Möglichkeit hat, dann tut man das. Und das alles aus dem Grund, dass ich diesmal in diesem, ich habe ja vorhin nun, wie ihr wisst, mein Let's Collect Herzteile und Skulltulas zu machen. Und ja, dafür habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt, das ganze Spiel ist heute ohne Soundtracks, das wird ein bisschen ungewöhnlich sein, aber doch, ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal, weil ich auch sehr viele Zelda-Lieder jetzt hören kann, die ich sehr geil finde und ihr natürlich auch, um euch schon mal vielleicht auch so auf andere Zelda-Let's Plays zu vorbereiten und was euch auf da alles freuen könnt. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ne, starte den Spielstand mal über die Normal Way und nicht über Save State und so, wie ich das sonst immer mache. Ach hey, ich bin im Teufelsturm. Das ist okay. Dachte einfach nur, dann mach ich heute einfach mal die Soundtracks und Effekte dazu. War so und Schlitz und so. Naja, warum nicht? Kann man ja auch mal machen, war. Und eigentlich, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum hat denn der doofe Idiot das jetzt ohne Soundtracks gemacht? Und das kann ich euch ganz einfach erklären. Ich will ein bisschen den F4-Button vermissbrauchen. Denn dadurch habe ich die Möglichkeit, mir hier, wie ihr seht, ein bisschen schneller durch die Gegend zu bewegen und zu dackeln und so. Und da ist gleich mal die erste Skooli. Und das ist Nummer 65, Freunde. Müsste es jedenfalls sein, weil ich habe ja vor, die Skulltulas auch zu sammeln. Also mache ich das einfach mal und nehme da einfach mit, was mir so nebenbei gerade noch einfällt, ne? Ich bin ja vollständig, das heißt, ich kann halt eine ganze Menge Kleister machen. Und ihr seht, ein Herz, der habe ich auch schon von denen, die ich jetzt sammeln möchte. Oh Mann, eigentlich kann ich mir schon vorstellen, dass ich davon euch ziemlich zerhäckselt werde. Aber naja, ich glaube, meine Soundtrackliste ist schon ziemlich cool. Und macht dem Ganzen da echt einfach ein positives, einen positiven Punkt wett. Und ihr seht schon, schneller laufen ist cool. Obwohl es wirklich schnell noch nicht ist. Und ja, ich habe jetzt vor, mich in die Zeit, zu begeben. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mir erstmal durch die ganzen Mumien hier durchvorstellen. Geh weg, haut ab. Denn ich will mich ja jetzt klein machen, um da als kleiner Junge die ganzen kleinen Herzteile abzusacken. Und ich sag kleine Herzteile, weil halt die der kleine Link einsammeln muss. Ich habe mir schon mein Lösungsbuch dazu parat gelegt. Ich hätte mir jetzt auch schnell eine Liste irgendwo im Internet suchen können, was ich aber nicht so interessant fände. Ja klar, ich muss ja jetzt alle Soundtracks machen. Und dafür wird gerade passend in meiner Playlist ziemlich ruhig. Boah, sehr geil. Das passt gerade, also das war jetzt nicht geplant, Freunde, es war jetzt rein zufällig. Und gleich begegnet euch der nächste Soundtrack. Oh, das freut mich, Freunde. So ein geiler Soundtrack. Der Stone Tower Tempel oder der Ikania Canyon Tempel aus Majora's Mask. Und das ist auch so einer der Soundtracks, die ich so übermäßig geil finde. Und ich werde mal jetzt meine Herzteilliste hier so einzeln abarbeiten, von oben bis unten. Ich finde auch, Majora's Mask hat echt verdammt viele geile Soundtracks. Und ich werde auch viel über andere Zelda-Spiele labern, glaube ich. So, fange ich jetzt an. Ich würde sagen, da wo ich im Ursprung herkomme, so Kokiri anfangen, weil so, also das erste Herzteil, was hier steht, ist in der Loon-Loon-Farm. Naja, warum nicht, ne? Ach du Scheiße, es ist nachts, Freunde. Okay, wartet mal, pass mal auf, zack, 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 zack. Ich hoffe, ich habe das richtige Lied gespielt. Die Hymne der Sonne, und so weiter, ne? Jetzt muss ich auch die anderen ganzen Hymnenlieder nachspielen, ist ja toll. Naja, Freunde, ich denke mal, das ist verkraftbar, weil, also im Grunde, ich meine, eigentlich kann sich jeder ein Herzteil, Lösungsliste aus irgendwo Google oder so suchen, ist gar kein Thema, das kann jeder machen, aber ich dachte, nö, ich mach das jetzt nicht so, dass das, also ich mach entertaining und schnell, weil meine, ja, ich nehme da jetzt mal Lustig Links Beispiel, er hat ja das als weiteres Add-on für Let's Plays gemacht, ich meine, aber wer nur wirklich die Herzteile da sucht, der ist da falsch am Rande, weil er ewige Parts suchen muss, damit er alle Herzteile findet. Das wird bei mir, denke ich, ein bisschen kürzer ausfallen. Wie gesagt, durch das F4, ich denke mal, manchmal muss ich das auch machen, weil ich denke mal, ich werde auch manchmal meine Let's Playlist ausmachen, den Sound wieder normalisieren, weil ohne Sound ist es, also ich könnte schon mit Sound spielen nebenbei. Allerdings, wenn ich dann F4 drücke, dann ist der Sound ja natürlich total verschoben und das klingt total scheiße. Und da dachte ich, machst du einfach eine Playlist dazu? Das wird extrem ungewöhnlich, gebe ich ehrlich zu. Und ich mache damit jetzt einen ziemlich riskanten, großen Schritt. Und aber hier ist gleich der Ort fürs erste Herzteil, Freunde. Oh, jetzt muss ich erstmal schieben und ziehen und dann schon der zweite Soundtrack gleich Ende. Ich hätte mal ein bisschen längeres Soundtrack suchen müssen oder die selber mal verlängern, das kann man ja auch. Oh, Freunde, einmal der Insider aus einem anderen Spiel. Oh, ich liebe dieses Lied, ich finde das so geil. Was euch hier begegnet in meiner Playlist, weil ihr merkt schon, ist doch gar kein Zelda, kenne ich doch gar nicht. Ja, die ganzen eingefleischten Zelda-Lieder würden natürlich jedes Lied sofort wiederkennen. Das ist aus Okami, oh yeah, und zwar die Hiroshima-Küste.
Die Okami nicht kennen, die werden jetzt dem Soundtrack, das kenne ich gar nicht, aber ich finde diesen Soundtrack einfach nur sehr episch und unheimlich geil und dachte, oh, das nimmst du einfach mal mit rein. Da habe ich jetzt übrigens ein geheimes Let's Play verraten, was nicht in meiner Liste steht. Ja, Okami wird von mir auch Let's Play. Habe ich nämlich letztens mir im anderen Verkauf für 10, 15 Euro gekauft. Dachte, naja, im Internet ist es genauso teuer. Und das Spiel ist einfach extrem geil, finde ich. Ich meine, okay, ist ein bisschen langwierig, aber es macht extrem viel Spaß und die Soundtracks sind einfach nur überepisch. Und ja, ich weiß, dafür werden mich als alle eingefleischten Zelda-Fans ebenfalls zerfleischen. Ja, ich finde, der Soundtrack kann durchaus mit Zelda-Soundtrack mithalten. Ja, und jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Trick. Ja, ich weiß, ich bin fies. Ich habe gerade den Levitate-Sheet an, ja, damit kann ich L drücken. Ihr seht schon, die Karte geht am An aus. It's a little bit ungünstig, aber ist egal, wa? Und dann haben wir jetzt schon eigentlich das erste Herzteil. So, was ist denn der zweite? In der Dodongo-Höhle ist ja so weit weg. Kann ich hier nicht jemand in der Nähe machen? Und in den Soundtrack habe ich mich einfach so verguckt. Das ist so, du kamst die ersten 2 Sekunden da rein und denkst so, oh, na, der Soundtrack ist aber very nice geworden. Und ein paar Minuten später denkst du so, boah, verdammt, ich will hier nicht mehr weg. Und das ist das Geile, weil bei Okami hast du immer die geilsten Lieder in den größten Ebenen, im Gegensatz zu Zelda, wo die kleinsten Ebenen die besten Musik haben. Da wird euch auch noch so ein, 2 Lieder aus meiner Playlist aufdenken, wie so, oh, cool, das Lied ist auch so geil. Und die kennen das aber gar nicht, weil es immer nur so kurz vorkommt. So, welches Herzteil nehme ich denn jetzt mit? Ach komm, ich gehe mal nach Liste vor, wa, Freunde. Und ich staune, das ist gar nicht so schnell, wie ich dachte, wa? Es ist schneller, aber nicht schnell. Freunde, ist das fies, oder? Ja, ich weiß nicht, an manchen Stellen kann ich damit wahrscheinlich ein wenig abkürzen, weil ich müsste ja auch Wundererbsen und so sammeln, aber ich will euch einfach auch nur zeigen, wo findet ihr die verfickten Herzteile. Und wenn ich eigentlich hier in Kokariko bin, dann kann ich eigentlich auch was anderes machen. Ja, das ist eine Idee. Und ja, ich denke mal, die Herzcontainer werde ich zwischendurch auch einsammeln, einfach um zu sagen, hu, ich habe 20 Herzen, peng, padapuff und so. Und ihr merkt schon, ein extrem epischer Sound, ich finde den echt so Hammer, ey, da fallen mir einfach gar keine Wörter für ein. So, welcher von euch Idioten ist der 50 Skulltula-Spacken? Du bist der 100, das weiß ich. Bist du der da? Ja, schlitz und so. Ich muss ja A drücken. Schrecklich ist es nur von mir genommen, Mann. Du weißt es nicht. Da kann ich eigentlich mal alt einsacken, mit dieser Silber. Tausend Dank, mach ich eine Belohnung. Das Bugs Bunny Zähne, du Vogel. Krabbelmine, okay? Dann müsstest du der 50er sein. Oh, der Fluch ist von mir genommen. Ach nee, du bist es auch nicht. Scheiße, Mann. Wer ist denn bitte hier? Du? Der Fluch ist. Mann, ey, labert alle das gleiche. Ey, ein Tisch. Oh yeah, bam. Und Freunde, das hat nächste Jahr Zeit. Bam, 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 bam. Ja, ich mache jetzt alle Soundtracks dazu nach. Hihihi. Ein bisschen schön Tür auf und Tür zu. Und pass auf, Freunde, gleich noch ein Herzteil. Pass mal auf. Swoop! Ist das fies, oder? Und das ist dein nächster Herzteil. Ein weiterer Herzcontainer. Und guck mal, Freunde, da haben wir schon das vierte Herz. Very nice und so, ne? Und da pass mal auf. Ey, warte, ey, mir fallen so viele Herzteile ein. Da fällt einem erst mal auf, wie dicht die manchmal gedrängt sind, Freunde. Das ist richtig epic. Huch, das wollte ich gar nicht. Und das Set. Zap! Und. Ich weiß, das ist ein bisschen fies, aber ich meine, ich verstimme heute total Zelda, weil ich sogar Soundtracks drin habe, die nicht zu Zelda gehören. Oh mein Gott. Aber ich bin Let's Player, ich bin keinem Spiel verpflichtet. Ich spiele Mario, ich spiele Zelda, ich spiele Kingdom Hearts, ich spiele Okami. Ich spiele, wo nach mir ist und das ist auch gut so. So, pass mal auf, Freunde, seit nächster Herzteil, swoot, nehme ich du hier oben. Ich nehme jetzt einfach mal alle Herzteile mit, die mir einfallen. Und Freunde, und noch eins, schon 6 Herzteile, sehr cool. Und verdammt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil ich angefangen habe. Scheiße! Ich nehme halt auch mal nicht in Fullscreen auf. Ich hoffe einfach, dass das jetzt der Quali keinen Abbruch tut. So, damit haben wir jetzt schon 5 Herzteile hier eingesammelt. Das ist ja schon very, very nice, wa? Pass mal auf, Freunde, wir fallen noch so ein paar Skoolies ein, die schnabulieren jetzt mal eh nochmal. Na klar, die müssen ja auch mit, ist doch logisch. Und ich werde jetzt auch mal in die Videobeschreibung reinschreiben, welche Skulltulas in welchem Part euch erwarten. Und... ach du Scheiße, den Kram muss ich ja auch noch machen. Ach du Scheiße. Okay, Freunde. Müsste ich eigentlich jetzt machen, ne? Pass mal auf, da oben ist nämlich eine Skooli. Zack, 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 Bumerang. Oh, geht das schön schnell. Huch. Ich muss ja hier drückt halten. Und was? Und nochmal der Bumerang. Und was? Hey, anvisieren. Danke. Und oh, und noch eine Skooli, Freunde. Da, 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 da. Ist auch extrem lange, das Lied fällt mir gerade mal so auf. Hm. War hier unten noch was drin? Ne? Nö, eigentlich nicht, ne? Sonst fällt mir gerade nichts ein. Scheiße. Aber du bist gerade hier und irgendwo ist hier eines dieser Erdflecken. Da ist ein Herzteil drin, Freunde. Das buddelt er für uns aus, der komische Spacken. Oh, Freunde, warte, pass mal auf. So lange hole ich mir noch ein Herzteil. Was? Swoop! Und bam, und das noch eins. Scrappy, der Wunderhund, ja.
So, warte mal, du kommst hier gleich am ersten Erdfleck ein. Ich freue mich, komm, ich mach das mal. Ist ein etwas längeres Herzteil, würde extrem lange dauern in normal Slow-Motion-Time. Und ich glaube, jetzt kann ich dich anhalten und anquatschen. Ne, kleiner Mann, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris der Totengräber. Du siehst aus wie quasi Modo-Mann. Lass mich dir ein bisschen von zu viel SZ erzählen. Ja, Mann, du Bob, Alter. Ja, mach mal quasi, Ne, wisst schon, das mit den Gs also, ne? Lasset uns graben, gib mir 10 Rubine, Mann! Ich finde den Spacken so ulkig, echt, der ist so cool drauf. Das ist wie so quasi Modi und mein Okami-Soundtrack ist zu Ende, aus der Schade. Komm, los, laufe, hopp! Schneller! Oh, Freunde, ein Skyward Sword Soundtrack, der mir auch sehr in die Ohren geflogen ist. Ey, den hab ich so lieb gewonnen. Die Farrenwoods oder die Fironwälder, also, naja, der Fironwald halt, ne? Ich glaube, ich darf ja gar nicht so viel spoilern bei Skyward Sword und Soundtracks, weil ja alle haben ja das Spiel bestimmt noch nicht durch. Ich habe es ja auch noch nicht durch, wa? Und ich darf ja nicht mal erwähnen, wo ich bin. Aber ich habe mich diesen Soundtrack so ein bisschen akustisch so ein bisschen verknallt, könnte man sagen. Ich finde den Effekt extrem geil. Passt zwar gar nicht hier gerade zur Stimmung, Freunde. Warte mal, pass mal auf. Nein, hier ist nix, Mann. Ja, das ist so ein Arsch, Mann. Ist hier was? Willst du für 10 Rubine, Mann? Okay, Mann. Oh, Freunde, da ist es, mein Herzteil. Dum, 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 dum. Oh, ist doch kein Ding, oder? Ich frag mich hier, warte mal, eine zweite Skulptur, Freunde. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz mein Lösungsbuch. Wo ist denn der Friedhof hin? Der Waldtempel, das ist weit vorne. Warte mal, hier bin ich schon in Goronia, aber ich muss noch ein Stück weiter nach vorne. Kakariko, Friedhof, Lohnfarm? Kakariko, wo ist denn der Friedhof? Friedhof. Weil irgendwo, ach hier genau, wie Friedhof, da war ein Herzteil. Da ist nachts das Herzteil. Oh, und da ist ein Herzteil. Und zwar nachts. Dann hole ich mir das doch mal. Ja, Swoot. Und zwar ist das dieser Friedhofstein hier, Freunde. Einmal ziehen. Kratz. Ja, schön. Freunde, und eigentlich bräuchte ich gar Käfer, weil ich ja die ganzen Käferlöcher Skulltulas auch mitnehmen muss. Ja, man muss in viele Löcher. Oder eigentlich irgendwie in alle Löcher. Warte mal, kann ich den nicht so stunnen hier? Schlitz. Okay, komm, Freunde, kurz die Skulptur rausholen. Und echt mal, seid doch mal ehrlich, ich finde Skyward Sword ist ein extrem geiles Spiel, wa? Und die einmal die Hymne der Sonne, Freunde, weil ich habe ja jetzt kein fettes Pegaron-Monsterschwert. Und einmal die Hymne der Sonne natürlich. Na, du kleiner Stinky, ich mach das jetzt mal hier in Speed-Motion. Oh, Fahrt, 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 Schlitz! Und weggeschlitzt und ein bisschen Magic. Ja, very nice. Da, 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 da. Und einmal hier, einmal ein bisschen Hymne der Sonne. Jetzt müsste nämlich eine Kiste auftauchen und da ist ein neues Herzteil drin, Freunde. Mann, das geht so schnell, echt. Und noch ein Herzteil, Freunde. Very nice. Tobi, wir hatten jetzt schon. Hey, in Porn und ich will noch ein Herzteil eingesammelt. Das wird aber zum Ende des Let's Collect immer langsamer. Schade, ich hab jetzt keine. Ey, pass mal auf, Freunde, das mach ich auch mal. Pass mal auf, hier gibt's doch bestimmt irgendwo Käfer unterm Stein irgendwo, ich sag es euch. Ey, wir erkunden jetzt alle, weil Ocarina of Time ist so ein geiles Zelda-Spiel, auch wenn ich finde, dass es bessere Zeldas gibt, aber das. Der erste 3D-Zelda, das ist für viele mal schon ein Anreiz, einfach zu sagen, das ist das beste Zelda, bloß weil es das erste 3D-Zelda ist. Ich muss ehrlich sagen, das kann ich nicht so nachvollziehen, Freunde, aber okay, da hat ja jeder seine eigene Meinung und der Mensch sollte, glaube ich, lernen, auch die zu einfach zu respektieren. Denn wenn jeder die gleiche Meinung hätte, dann würden es meine Zelda-Spiele gar nicht geben, weil die meisten sagen, Zelda 2 ist voll das schlechte Zelda. Und in meinen Augen gibt es gar kein schlechtes Zelda. Es gibt kein schlechtes Zelda. Ich meine, es gibt ein nicht ganz so geniales Zelda. Ich verstehe nicht, wie manche Leute sagen, oh, das ist das schlechteste Zelda. Es gibt ein schlechtestes Zelda. Und es gibt auch irgendwie ein schlechteres Zelda. Ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel, als Beispiel sagen, Phantom Hourglass ist schlechter als Majora's Mask. Da könnten mir jetzt viele zustimmen. Einige sagen, nö, ich finde Majora's Mask so schlecht. Und nee, schlecht würde ich niemals sagen. Und da ist gleich der nächste Skyward Sword Soundtrack. Das war jetzt natürlich nicht geplant, aber okay. Passt auch wieder mal nicht, aber ist egal. So, passt mal auf, Freunde. Ich hab ja jetzt... Wo ist denn das Loch hin? Da Loch. Loch, Loch, Loch. Und das ist ein Lied aus der Wüstengegend in Skyward Sword. Ich finde die einfach so epic, Freunde. Da, da. So, ich würde sagen, oh, gleich mal weg hier, weil, zack, ich kann mir mal vielleicht noch einen Käfer fangen. Oh, gleich wieder eingesammelt. Ach, und der, die gehen da jetzt ins Loch rein, Freunde. Da hab ich als Kind, wo ich das, das Lösungsbuch noch nicht hatte, bin ich da extrem schwer drauf gekommen. Die nächste Skulli. Und so weiter, ne? Da, da.
da, da. Es hört ein Gemisch aus Zelda-Spielen, Freunde. Also mir fällt's gerade, mir macht's extrem viel Spaß, muss ich sagen. Da, 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 da. So, damit ist jetzt schon eine ganze Menge erledigt hier. Ich habe jetzt eine Menge Edit. Ich gehe mal gleich hier auf mein. Ich muss mir mal Lesezeichen bis zur Herzteilseite machen, Freunde, damit ich da leichter wieder reinkomme. Das muss ich mal kurz Pause machen dafür. That's nicht so positiv und so, ne? Also ganz ehrlich, das war jetzt nicht so schön geplant, wie es hätte sein können. Ach, das mit der Maskenquest könnt ihr ja dann auch noch machen, Freunde. Sehe ich hier gerade so in meinem Buch. So, komm, Freunde, eigentlich bin ich in Kari schon mal bin, dann kann ich dich auch machen. Da, da, da. Einmal hier rüberfliegen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Zelda-Verstümmelung, aber ey, komm, das ist doch jetzt echt nicht so schlimm, oder? Da, da, da. Ich habe ja dafür großenteils als Entschuldigung viele geile Zelda-Soundtracks, die ich so hammer finde. Da wollte ich auch noch so viel begegnen. Ich habe jetzt, da ich Fullscreen nicht aufnehme und die Playlist rechts nehme, dass ich auch zur Not, wenn es gar nicht passt, mal eben schnell meinen Soundtrack ändern kann. Einmal Majora's Mask, die Terminal Fields, dann habe ich einmal The Song of Healing, also das Lied der Befreiung, auch aus Majora's Mask. Dann hier Song of Storms aus Ocarina of Time musste ich auch nehmen, ist so ein geiler Soundtrack. Aus Wind Waker habe ich mir die Dragonius-Insel, oder wie sie heißt, hier heißt sie Dragon Roost Island, dadurch findet man sie am besten in YouTube, weil das hat so, das ist so ein bisschen Gerudo-Teil ähnlich, das finde ich extrem geil, diesen Soundtrack. Und dann habe ich noch den Ocean-Theme genommen, Link's Awakening, die Tal-Tal-Höhlen oder Berge oder whatever, das Hidden Village aus Twilight Princess und echte Freunde, es wird euch so viel begegnen. Auch noch ein anderer Insider, der ist aus Mario. Ja, das habe ich mir erlaubt. Okami habt ihr jetzt ja schon gehört. Da, da. Auch ein Soundtrack, der für mich zwar bekannt natürlich ist als Zelda-Fan, aber auch irgendwie unbekannt. So, jetzt habe ich das Herzteil geholt, schon wieder. Ich hab's gerade völlig unbewusst gemacht. Ich achte hier ja nicht darauf, was ich mache, ich tu's einfach. So, dann wird mir noch ein Soundtrack begegnen. Ach Quatsch, in der Skulltula. Natürlich in Dragonia. Das ist noch gar nicht offen, da sind bloß Rubine drin, Freunde. Also man könnte sagen, zu Ende habe ich dieses Let's Play near of 100% und so, ne? Da, 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 da. Ja, und für mich das unbekannte Lied, was man als Zelda-Fan erkennt, ist aus A Link to the Past, ein Spiel, was ich ja noch nicht kenne. Also doch, schon kenne ich, habe mal reingeguckt und ich finde es extrem geiles Zelda. Hat so einen 2D-Effekt mit schon guter NSNES-Grafik und scheint sehr schwer zu sein und wird mir deswegen eine Menge Spaß machen. Hihi, schon wieder gecheatet. Da, da, da. Und hier muss ich auch immer, glaube ich, ein Käferleinchen reinlassen und Freunde, ich habe jetzt keinen Bock, die Bomben rausholen. Wie gesagt, ich bin hier wirklich nur am Herzteil sammeln, Freunde. Also jetzt gar keine Illusion ergeben. Und ach nee, hier ist bloß ein Skooli und gar kein Loch. Ich dachte, hier ist ein Herzteil und ein Loch mit einer Skooli. Okay, Freunde, da habe ich mich gerade mal. Hier ist bloß Geld drin. Das wird wissen, ne, Freunde. Aber so bin ich wieder voll und ihr wisst, was in den Kisten drin ist. Ach, schön, einfach mal rüber geswitcht. Und der Soundtrack ist eigentlich auch ziemlich lang, wenn ich es gerade mal so bemerke. Aber ich finde ihn wirklich extrem geil, den Soundtrack. So, Freunde, was als nächstes rankommt, ich glaube, dafür muss ich mal den Soundsheet ausmachen. Ach, Quatsch, nicht den Soundsheet. Den Speedhack, also ich habe ja bloß F4-Button so ein bisschen drin. Weil jetzt müssen wir ein bisschen mit Feuer und Fackeln experimentieren, damit sich das Ding da in der Mitte anfängt zu drehen. Ich habe 5 Deku-Sticks, das könnte ein bisschen little of knapp werden, ne? Also, einmal hier hoch, hier wird Wesen auch noch über Deku-Stäbe drin. Was? Genau, komm mal her. Da, da, so einmal F4 raus, Freunde, und schon ist wieder alles normally, in normal Ocarina of Time Speed und Freunde, Link, lauf! Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen anfackeln hier, ne? Also die Fackeln anmachen jetzt hier, weil wir wollen, nee, ist keine Brandstiftung, Freunde. Also an alle Polizisten, die meine Let's Plays gucken, nein, hier ist keine Brandstiftung, alles rechtsmäßig und so, ne? Und Swoot einmal und Swoot zweimal. Und jetzt müsste eigentlich schon irgendwas anfangen. Ja, genau, er fängt sich an zu drehen, Freunde. So, und jetzt würde ich sagen, dann können wir gleich mal unsere Bombs auspacken, weil man von diesem Typ auch ein Herzteil kriegt. Da, oh geil, das Skyward Sword Soundtrack. Oha, das Intro-Ding. Also, das Intro-Ding, ihr wisst schon. Uah, ich hab mich gerade verschluckt. Ja. Und den finde ich sehr geil, muss ich sagen. Kennt ihr auch jeder diesen Insider mittlerweile, dass das Zeldas Wiegenlied rückwärts gespielt ist? Gibt's ganz viele Videos auf YouTube von. Da, 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 da. Und ich finde den im Allgemeinen sehr geil, den Soundtrack. So, mal gucken, ein bisschen Slow-Motion-Speed hier. Ah, verdammte Scheiße. Da, 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 da. Upsala! Das war aber so nicht geplant. Und, oh, und, Freunde, geil, beim ersten Mal, that's most lucky und so. Und das nächste Herzteil mit Rubineinlage und so. Hä? Immer noch nicht Herzteil erhöht? Ein noch, wa? Ja. Mach, geht richtig schnell. Schäpp! Und einmal wieder hier hoch hier. Ja, passt das so Skyward, weil wir fliegen mal hier ein bisschen durch die Gegend.
Wo geht's denn hier hin? Das weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich glaube, mehr gibt's hier auch nicht, ne? Mal überlegen. Wupsa, ach, herrlich. Freunde, weil ich überlege gerade, weil ich glaube, im Vulkan, da gibt es ja auch noch was zu tun, ne? Ich glaube, das kann ich aber erst machen, wenn ich mehr Herzen habe, weil sonst verrecke ich da ganz schnell wegen Hitzemangel. Und gleich müsste auch... Genau, das finde ich so geil. Also, Intro ist cool gemacht, ich habe es mir extrem spät erst angeguckt. Oh, ey, ach, ich hab, siehst du, gerade noch ein Insider aus Super Mario Galaxy 1, auch ein Spiel, was ich nicht kenne, fällt mir gerade mal so auf. Die Gusty Garden Galaxy, so heißt es im Englischen, wie so deutsch heißt, weiß ich gar nicht. Kenne das Spiel ja nicht. Aber ich finde den Soundtrack extrem cool. Gebe ich euch mal einen Tipp zu, habe ich mal irgendwo auf YouTube gelesen, Kopfhörer auf, also wenn ihr richtig gute Kopfhörer habt, dann packt euch dieses Lied irgendwo in 1080p Qualität aus, haut die Mucke rein, Kopfhörer auf, dazu mitdudeln und dann sind Hausaufgaben, die eine Stunde dauern würden, weil man sich nicht konzentrieren kann, in einer Viertelstunde erledigt. Ach ja, Nintendo macht so epische Soundtracks, Freunde, finde ich extrem cool. So, endlich kenne ich ja. Achso, ich habe ja mein Speed-Sheet schon wieder anmachen. So, ich würde sagen, jetzt wieder raus hier auf der hylianischen Steppe und all so ein Kleister, der hat auch noch eine Menge zu tun. Ist echt ein komischer Part heute, Freunde, oder? Also, total ungewohnt, oder? Aber ist auch mal was ganz Entspanntes und mal was ganz anderes. Ich meine, ich habe mir da ganz lange überlegt, machst du das? Machst du das nicht? Machst du das? Machst du das nicht? Und ich dachte, ey, komm, ey, warum soll ich nicht auch so ein Herzsuchen Dingensen machen, war, das kann doch jeder, das kann ich auch. Da, ich wusste doch essen nochmal. Und hier ist noch das Goodie, Freunde, glaube ich. Wo kommst du denn her, Mann? Was? Huchala. Das war so nicht geplant. Jetzt aber. Und was? Und weggeschlitzt. So. Ah, Freunde da oben. Ihr seht's. Da krabbeln die Beine. Ich muss meinen Anschluss den Bumerang holen. Und warts. Und dann nochmal, Freunde, und warts. Hey, anvisieren, danke. Und eine goldene Skooli. Und irgendwie ist das gerade a little bit too loud hier, ne? So, wo ist denn jetzt noch mehr? Komm, hier in der hylianischen Steppe ist ja noch mehr. Genau, irgendwo im Süden, Freunde. Da, wo da hinlaufen, dauert aber extrem lange jetzt. Also ihr könnt jetzt echt coole Mucke genießen und an alle die Herzteile suchen. Es geht ein bisschen schneller als eigentlich, weil wenn ich jetzt wirklich alles... Eigentlich könnte ich ja am Markt auch noch ein bisschen suchen, oder? Weil da gibt es ja auch noch so Sachen zu tun. Ich glaube, bei deinem Krabbelminen-Shop hier wird noch was und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Da hinten hier wird noch eine Skooli und boah, so viel nur zu tun, Freunde. Ey, das ist noch lange nicht vorbei. Ich finde aber einfach nur so geil, dass ich endlich wieder Zelda zocken kann. Ich räume mal hier ein bisschen durch, weil mir fällt gerade noch was ein. Kann ich die ins Feuerentferner zu benutzen, kann ich also auch als kleiner Junge. Da ist noch eine Skooli auf der hylianischen Steppe. Die sind a little bit versteckt, finde ich. Irgendwo so in Löchern, die, wo keiner raufguckt. Nehme ich da oben irgendwo, Freunde. Mal gucken. Ihr seid auch nicht besser als die Skelette. Ja, aus Minecraft. Ich springe einfach mal hoch. Das ist, Freunde, ich verwalte hier gerade so ein bisschen die Zelda-Tradition, weil Link kann doch gar nicht springen. Er kann ja nur seitlich springen, ne? Ist aber, ich breche mal heute diese Regel. Da, doch, ich muss nur noch in dem Wald, muss ich noch so viel machen, Freunde. That is very hard. Bam, 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 bam. Wo ist denn das da? Irgendwo ist hier eine Skooli. Pass mal auf, Freunde, ich mach einfach mal Feuer-Move hier, wa? Hab er hier doch Magic. Und, yo, Kamehameha. Nee, falsch, halt. Aber ein bisschen abgesenkt hier. Wo ist denn die Skooli? Ach, da oben ist sie, Freunde. Pass mal auf, leg mir jetzt ganz schnell mal hier. Mit Bumerang. Hat er gerade das Auge der Wahrheit ausgewählt? Was ist denn für ein Shit hier? Leg nicht, freut nicht. Tada. Was? Und, upsala, das war vielleicht ein bisschen falsch geschmissen. Was? Und, noch eine Skooli, Freunde. Oh. Oh, da draußen bohrt jemand. Wie kann man nur? Die Zeit. Oh, Freunde, genau das Hidden Village aus Twilight Princess. Hat auch so eine geile Western-Mucke, ey. Ich finde die so epic, ey. Ich mich total auch verguckt. In, also das ist eins, was ich an Twilight Princess finde ich jetzt zwar, ist ein wirklich gutes Zelda, aber ich finde die Bosse einfach zu leicht. Das war so schade. Ich habe mich so geärgert.
So, ein Herzteil noch, dann haben wir schon wieder 3, 6 Herzen, Freunde. Und dann ohne Herzcontainer. Und 70 Skullies haben wir auch schon. Ja, da muss ich aber nachher genau abwägen, welche Skulptur das noch fehlen, damit ich das auch mal genau weiß. So, Freunde, wir gehen mal ins Gerudo-Tal, weil das passt auf, da kann ich auch noch hin, ne? Da müsste da noch eine Skulie hängen, da ist da noch ein Herzteil. Boah, Freunde, das ist noch lange nicht vorbei, da ist noch so viel Arbeit hinter. Aber, Freunde, ich würde sagen, pass mal auf, an der Stelle würde ich sagen, beende ich jetzt erstmal den Part, weil ich glaube, ich habe schon viel zu lange aufgenommen. Also, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part zu Let's Collect Herzteile und Skullies in Ocarina of Time. Und ach komm, die nehme ich noch schnell mit, war hier. Und was? Oh, nochmal, was? Oh, hoppala. Und was? Da und Skooli, Mann, wie geil. 71 haben wir schon. So, Freunde, im nächsten Part geht's hier dann weiter. Bis dann, macht es gut, haut da rein und ciao. Und ey, mir fällt gerade so ein, Gerudo-Tal-Musik erwartet euch natürlich auch. Bis dann, Freunde, ciao.